Wir haben ja schon öfters über Verantwortung geredet und auch vor allen Dingen über Selbstverantwortung. Und diese Selbstverantwortung, die ist auch bei der Ernährung extremst wichtig. Und heute geht es darum, dass wir mal dein Testergebnis, was du im letzten Video ja erhalten hast, nachdem du dir das ausgedruckt hast und hast dann mal das Video geguckt, zusammen mit den einzelnen Typen, wo du dir dann deine Kreischen gemacht hast oder auch angekreuzt hast oder markiert hast. Das schauen wir uns jetzt mal näher an. Und dann ist es wichtig, dass du für dich dein Navi einschaltest und die Verantwortung übernimmst für deine Ernährung und auch ganz klar diese Linie fährst, weil du sagst, hey, ich bin mir die wichtigste Person. Und wenn das Essen, was ich bis jetzt gegessen habe, eben für meinen Typ, Stoffwechseltyp oder auch Fettverarbeitungstyp, nicht richtig, es ist doch Fett gewesen, Teil 1, ne? Und Kohlenhydrate. Kohlenhydrate, danke. Also ja. Dein Kohlenhydrate-Verarbeitungstyp nicht so ist, wie du dich bis jetzt ernährt hast, nimm die Verantwortung und sage, jetzt ändere ich das, weil ich will nur das Beste für mich. Mach es doch so wie ich. Ich mache es genauso. Klar ist mir schwer gefallen, von vegan wieder auf vegetarisch und ab und zu mal auf Fleisch umzuschalten. Aber hey, wenn mein Körper das braucht und mir geht es besser damit, dann muss ich diesen Weg eben gehen. Und dann übernehme ich die Verantwortung und gucke, dass ich nur das beste Bioprodukt bekomme, wo ich auch weiß, dass es nachhaltig produziert wurde. Und das ist ganz wichtig. Und darum geht es heute und um noch ganz, ganz vieles mehr. Grüß dich recht herzlich. Schön, dass du wieder dabei bist. Und wir grüßen ganz liebe Christina Schnitzler aus Österreich. Ja, hallo Andreas, du hast das so schön erklärt. Cool, danke. Du darfst nahtlos übernehmen. Okay, danke. Also heute geht es mal darum, dein Testergebnis zu finden. Ja, ich fasse noch mal ganz kurz zusammen, was wir schon gemacht haben. Wir haben Schritt 1 angeschaut. Das war eben, wie schnell du die Kohlenhydrate verbrennst. Nimm dir am besten wieder das PDF, das du da runterladen konntest mit der Übersicht Stoffwechseltypen, was du eh schon erwähnt, Andreas, und schau dort nochmal drauf. Also du hast dich entweder eingeordnet beim Erich Emsig, der die Kohlenhydrate sehr schnell verstoffwechselt und von Kaffee und Zucker und Schokolade sowas von hibbelig wird, oder bei der Lisa Langsat, die das alles viel besser toleriert, oder bei der Anni Ausgewogen. Und dann hast du außerdem noch im zweiten System, im autonomen Nervensystem, festgestellt, ob du der ruhige, gelassene Parasympathikus-Typ bist, der Anton Ausdauer, oder auch diese schnelle, immer ein bisschen auf der Flucht, die Winnie Waghals, wo einfach der Sympathikus-Modus immer ein bisschen stärker ist. Angeborenerweise kann man sich nicht aussuchen. Und du hast dich auch dort eingeordnet. Und jetzt kommt ein Phänomen, das ich erklären darf, dass man eigentlich gar nicht erklären kann. Ich sage gleich, was ich meine. Die Stoffwechseltypen wurden ja von zwei, die beiden Ebenen wurden ja von unterschiedlichen Menschen erforscht. Und der Wolcott, der hat das dann zusammengeführt. Und der hatte sehr, die hatten also sehr widersprüchliche Ergebnisse. Der Schnelle in der einen Ebene, also der Schnelle in der Zellebene, der hat ja das Fleisch gekriegt und das viel Fett. Und der Schnelle in der anderen Ebene, die Winnie Waghals, die hat ja das Getreide gekriegt. Das heißt, sie konnten den Widerspruch am Anfang nicht klären. Und der Langsame, also der Bedachte, der Beta-Typ, hat ja das Getreide gekriegt und im autonomen Nervensystem eben das Fleisch. Das war widersprüchlich. Und der Wolcott hat dann eben festgestellt, dass eins von beiden Systemen so eine Art Dominanz hat. Er nennt das auch Dominanz. Das bedeutet, ein System von beiden ist eine Spur wichtiger, was die Reaktion auf Ernährung bestimmt. Ja? Wie man das, wie ich das meine, wir sind die besten Beispiele, Andreas. Ich hoffe, du bist wirklich der Parasympathikus-Typ. Wir müssen das endlich mal dem Test mal nachholen. Ja? Aber es spricht ganz viel dafür. Ich selber bin ja der Glykotyp. Das heißt, ich bin der Glykotyp. In der Zellebene verbrenne ich sehr schnell die Kohlenhydrate, bin aber trotzdem im Vordergrund sehr schnell und habe mit im Gepäck ein bisschen Parasympathikus-Anteil, aber nicht so stark. Und der ist nicht dominant bei mir. Deswegen überwiegt bei mir das Schnelle und ich leide extrem unter der falschen Ernährung. Das ist das wichtigste Merkmal. Wenn du ein Glykotyp bist oder ein Beta-Typ bist, dich da eingeordnet hast in dieser Ebene und du merkst, dass du auf die Ernährung komplett reagierst, also entweder als Glykotyp auf das, auf die leeren Kohlenhydrate und den Kaffee, ja, mit dem, dass du hibbelig wirst,
oder aber als Beta-Typ, dass du zu viel Fett isst und merkst, boah, jetzt steht alles. Wenn du das so stark dem Essen zuordnen kannst, dann ist ziemlich sicher dieses System bei dir dominant. Ja? Wenn du aber jemand bist, der im autonomen Nervensystem eben, wenn du da dominant bist, dann ist es meistens so, dass du deine Symptome, also Müdigkeit oder auch mal Völlegefühl oder Unruhe oder Blähungen oder so, dass du die nicht direkt dem Essen zuordnen kannst. Ja? Also es gibt Menschen, die wissen sofort, boah, wieder das Falsche gegessen. Und dann gibt es Menschen, die sind zwar müde oder die haben zwar, weiß ich nicht, müssen nachts 5-mal auf die Toilette oder so und ärgern sich darüber, aber sie finden den Zusammenhang zur Ernährung nicht. Und jetzt spür mal kurz in dich rein. Das ist wichtig, dass du dann dass du dich da gut zuordnen kannst. Spür mal kurz rein, wie das bei dir ist. Wenn du was Falsches gegessen hast, spürst du das? Beziehungsweise, allein die Frage ist ja absurd, wenn du es nicht spürst. Also, kannst du deine Symptome in Zusammenhang bringen mit der Ernährung oder eher nicht? Ja, und wenn dann, also wenn du merkst, das liegt jetzt an der Ernährung, dass ich jetzt wieder so hibbelig bin und dann mach mal eben ein Kreuz in dieser Ebene, dann ist das die Verbrennung in der Zellebene dominant bei dir. Und wenn du den Zusammenhang nicht so gut herstellen kannst, dann mach mal ein Kreuz beim autonomen Nervensystem. So, und du hast jetzt gerade selber deinen Stoffwechseltyp bestimmt. Ja? Es gibt 3 Typen im autonomen Nervensystem. Das, was dort dominant und stärker ist, also beim Andreas jetzt vermutlich der Parasympathikus, das ist dein Stoffwechseltyp. Und wenn du in der anderen Ebene dominant bist und dort eben jetzt zum Beispiel wie ich der Glykotyp bist, dann ist das dein Stoffwechseltyp. Und dann bist du zwar vom Essen her ganz, also vom Essen her sind wir ganz ähnlich, der Andreas und ich. Nur bei ihm ist dieser robuste Verdauungstrakt in diesem Ruhemodus ist bei ihm dominant und das Ruhige ist dominant. Das ist auch das, was du für mich ausstrahlst jetzt, so gut wie ich dich jetzt kenne. Und bei mir ist dieses Schnelle dominant. Ich habe den Parasympathikus mit im Gepäck. Andreas, du hast den Glykotyp vermutlich mit im Gepäck. Ja? Und der zeigt sich aber nicht so deutlich. Ja, es gibt oft Glykotypen, die gar kein Getreide vertragen. Und manchmal ist so, dass ein Parasympathikus-Typ, der eigentlich ein bisschen davon verträgt, dann auch nicht Getreide verträgt, weil er den mit im Gepäck hat. Ja, also da ist dann aber das ist eine Abstufung, eine feine Abstufung davon. Ja, das ist so eine feine Nuance, was man damit im Gepäck hat. Und wenn du dir die Übersicht anschaust von den Stoffwechseltypen, die ausgefüllte, da steht ja drin, wer wo was zum Essen braucht, da trifft sich entweder, meistens trifft sich Glyko und Parasympathikus. Das sind die Menschen, die brauchen tierisches Eiweiß und sehr wenig Kohlenhydrate und viel Fett, auch tierisches Fett. Das ist nicht ungesund, wie man glaubt, ja. Gute Butter, gutes Schmalz, gutes Butterschmalz. Die nächste Stufe sind die beiden Ausgewogenen. Wenn sich das trifft, beide eben ausgewogen sind, dann brauchst du ausgewogen von allem. Die nächste Stufe, meistens trifft sich dann der Beta, die Lisa Langsat mit der Winnie Waghals. Und die brauchen eben beide eher das helle, magere Eiweiß, vertragen Getreide, Gemüse, ein bisschen Obst und Nüsse dazu. Und das zieht sich durch diese Diagonale, die haben wir auch schon gezeigt in den vorherigen Folgen. Und das ist auch sehr sinnvoll, weil beide Ebenen regulieren mit demselben Treibstoff, sage ich jetzt mal zu den Mahlzeiten. Und ich als Glykotyp profitiere davon, dass ich was Ruhiges aus dem autonomen Nervensystem vom Parasympathikus mit dazu bekomme. Der Andreas mit seiner Ruhe profitiert davon, dass er in der Zelle auch was Schnelles hat, ja? Weil du hast ja auch gesagt, du kannst auch sehr schnell sein. Und genauso ist es bei den Sympathikus-Beta-Typen. Der Beta-Typ ist langsam und bedacht und profitiert von der Schnelligkeit. Ja, mein Mann liebt Tennis, die er vom Sympathikus mitbekommt. Der ist genau diese Kombination. Und beim Sympathikus-Typ, da ist eben diese Schnelligkeit, dieses immer im Fluchtmodus sein, bekommt auch eine ruhige, bedachte Komponente. Aber eins davon ist im Vordergrund. Ja, und das ist das Dominante. Und das stammt eben vom Wolcott. Und das ist auch das, die Stoffwechseltypen, er selber nennt das Metabolic Typing, ist eine geschützte Marke. Und da wir das ja ein bisschen abgewandelt haben und mit der TCM noch kombiniert haben, sagen wir einfach Stoffwechseltypen dazu. Und die Menschen, die sich ein bisschen auskennen, fragen dann meistens, aha, welche denn? Ich sage, na, die vom Wolcott, die
Genau, und dann wissen die, woher das Wissen kommt und was wir da kombiniert haben. Sehr gut, das war ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Jetzt kommt der nächste wichtige Schritt. Was glaubt ihr, was sagen die meisten Menschen, die ihre Ernährung verbessern wollen, die in die Beratung kommen? Die meisten erzählen mir, boah, ich muss 5 Kilo abnehmen, ich will die Blähungen loswerden, ich will die Süßgelüste loswerden, ich will die unreine Haut loswerden, ich will die schmerzhafte Menstruation loswerden. So, das ist okay, dass sie das loswerden wollen und meistens können wir auch gut helfen mit der Ernährung. Aber was nicht okay ist, ist der Fokus. Die haben ihren Fokus genau auf dem, was sie loswerden wollen. Und Andreas, was ist mit dem, wo man den Fokus hingibt? Tja, das stärkt man dann. Ja, genau. Also wir haben bei der Ernährungsberatung tatsächlich die Herausforderung oder unsere Kunden bei der Ernährungsumstellung, sagen wir es lieber so, erstmal zu checken, hey, das, woran ich andauernd kiefel, was ich eigentlich loswerden will, das nähre ich ja damit. Also immer, wenn man in diesem Sud von unguten Gefühlen und sei das jetzt die Unzufriedenheit mit dem eigenen Gewicht, bleiben wir mal bei den Ernährungsthemen, immer wenn man das im Fokus hat, was merkt man? Die Unzufriedenheit mit dem eigenen Gewicht. Das heißt, ganz, ganz wichtig, dass man aus dieser Negativspirale rauskommt und sich den Fokus dahin gibt, wo man hin will. Und das ist sehr, sehr spannend. Das kenne ich von mir selber auch. Man wächst ja mit seinem Leben. Es gibt ganz viele Menschen, die nicht mal ganz genau wissen, wo sie hinwollen. Ja, die meisten Menschen wissen nur, was sie nicht wollen. Oder viele. Und das ändert sich zum Glück gerade. Es gibt immer mehr bewusste Menschen. Ganz wichtig ist zu entscheiden, warum tue ich mir das überhaupt an mit der Ernährungsumstellung? Dass du einen Grund hast, warum du durchhältst, warum du es für dich tust. Und wir haben da dieses Navi. Das Navi kannst du dir ebenfalls runterladen. Das ist, ich empfehle das gerne, das wirklich auszufüllen in Papierform, also richtig zum Angreifen, ja, vielleicht sogar ja auszudrucken. Und das Navi, das haben wir erfunden, weil wir eben gemerkt haben, okay, der Fokus ist nicht da, wo die Menschen hinwollen. Und wie ist denn das jetzt? Also du überlegst dir jetzt vielleicht, du willst jetzt in Zukunft weniger naschen, du kennst dich aber nur so, dass du immer zu viel naschst und unzufrieden damit bist. Und du möchtest jetzt zu einer Person, du möchtest jetzt die Person werden, die nicht nascht. Und es ist ungefähr so, wie wenn ich mich ins Auto setze und morgen zu Andreas fahre, aber ich war noch nie dort, ich weiß nicht genau, wo er wohnt. Was mache ich als erstes? Ich gebe seine Adresse ins Navi ein, weil da will ich hin. Ja? Und wenn ich jetzt unterwegs noch einen Abstecher mache, wenn ich zum Beispiel in Prag noch übernachten will, das ist egal, ich kann Umwege machen, alles gut, aber mein Navi wird immer wieder sagen, umdrehen, Chuck, du wolltest dahin, ja, du wolltest weniger naschen, dann schau, dass du wieder auf den Weg kommst, ja, also zuerst einmal wirklich überlegen, was will ich denn eigentlich, und wer sich damit schwer tut, für den haben wir dieses Navi erfunden, ja, also ein Menschen-Navi. Und wir haben dann eben als ersten Schritt drin, dass man sich erstmal überlegt, was einem bereits gut gelingt mit der Ernährung, wenn es ein Ernährungsthema ist, und wofür man dankbar ist. Da holen wir mal die Ressourcen ins Boot, weil die meisten von uns sind ja gesundheitsbewusst und wollen ja mit der Ernährung gesund sein und essen ja das, was sie für gesund befinden. Nur kommt dann halt da doch noch die Schokolade dazu oder dann, ja, wie auch immer. Ja? Oder wenn es dann eilig wird, vielleicht doch schnell das Brötchen vom Geschäft und kein warmes Essen oder so. Ja? Das heißt, zuerst machen wir uns mal bewusst, welche Ressourcen haben wir denn schon und nehmen die Dankbarkeit mit ins Boot. Und ich sage jetzt einfach mal ein Beispiel zu den Schritten, ja, dass ihr eine Idee kriegt. Ich verwende das Navi auch gern für andere Themen. Ja? Mit der Ernährung bin ich ja mehr oder weniger im Reinen. Ich suche immer noch ein bisschen so weiter mit den Kunden und so, wo ich an die Grenzen stoße. Mir geht's gut mit meiner Ernährung. Meine Ressourcen sind, mein Leben ist sehr schön. Ich habe eine gute Familie, ich fühle mich wohl da, wo ich wohne, das passt alles gut. Und dann kommt der nächste Punkt. Was fehlt eigentlich? Was stört mich? Wo kann ich noch was verbessern? Wer nichts findet, das ist auch in Ordnung. Ja, ich will jetzt niemanden anleiten, sich da irgendwelche Probleme zu suchen. Bei mir gibt es tatsächlich einen Punkt, und zwar, ich arbeite manchmal zu viel, ja, und dann werde ich natürlich müde und putsche mich mit Kaffee auf, der mir als Glykotyp überhaupt nicht gut tut. Und dann komme ich in so eine Schleife rein und dann arbeite ich noch ein bisschen zu viel und irgendwann ziehe ich dann die Notbremse
und kipp aber gerne wieder rein in dieses Muster, habe dann mehr Stress, als mir gut tut. Das heißt, das ist was, wo ich dran arbeiten darf. Ja. Und der nächste Schritt ist dann, dass man sich einfach überlegt, wie hätte ich es denn eigentlich gerne? Ja. Und wie soll ich sagen? Ich hätte gern so ein schönes Gleichgewicht zwischen Arbeit. Mir macht meine Arbeit unheimlich viel Spaß. Und Freizeit, ja. Also die Freizeit kommt wirklich zu kurz, weil mir die Arbeit so viel Spaß macht. Aber unterm Strich ist eben dann so ein Stresslevel, der mir gesundheitlich nicht so ganz gut tut, ja. Also das möchte ich verbessern. Und dann fängt man an, sein Ziel zu formulieren. Und mein Ziel war jetzt so dieses, ja, das Modewort Work-Life-Balance, ja. Nur das war mir für mein Navi noch zu ungenau. Work-Life-Balance, ja, puh, ja. Also das war mir persönlich für mein Navi noch nicht prägnant genug. Und ich habe es dann jetzt mal so formuliert, weil es für mich besser zu greifen ist. Ich mache Pause, wenn ich müde bin. Ja, das ist jetzt mal mein Ziel, da will ich jetzt hin. So. Und da kann wirklich, das ist bei jedem komplett anders. Ja. Und dann ist es wichtig, dass man sich auch noch im nächsten Schritt überlegt, das ist alles da auf dem Navi drauf, gell, zum Eintragen. Was motiviert mich denn eigentlich durchzuhalten? Also ich habe jetzt schon ungefähr 5 Anläufe hinter mir, mir Kaffee abzugewöhnen, habe aber das Muster dahinter nicht geändert und kippe immer wieder dieses Muster rein. Ja? Und das nervt inzwischen. Ja? Und jetzt überlege ich mir, was kann mich denn motivieren? Und bei mir ist es so, diese Idee, also ich bin glückliche Oma von 2 Enkelkindern und die große Enkeltochter, die ist schon 11 Jahre und für mich ist so die Idee, ich möchte unheimlich gern gesund 100 werden. Mich fasziniert das immer, wenn ich sehe, was tun denn die Menschen eigentlich, um gesund alt zu werden? Oder wenn ich Fotos von 100-Jährigen sehe und dann denke ich immer, wow, das schaffst du auch. Ja, das ist so, das ist ganz tief in mir verankert. Und das ist, weiß nicht warum, vielleicht auch, weil ich noch viel vorhab. Ja, das ist einfach so ganz tief verankert. Und dann ist da noch so ein Bild, hey, wow, wenn ich 100 werde, da lerne ich ja vielleicht sogar noch mein erstes Urenkelchen kennen. Und das ist das, das berührt mich im Herzen. Ja, das 100 werden auch, aber das Urenkelchen, das würde bedeuten, meine Enkeltochter ist Oma und kriegt, also ist, ja, sie ist Oma, wenn sie ihr erstes Enkelkind kriegt. Ja, das würde bedeuten, ich würde mein erstes Urenkelchen noch kennenlernen. Und das ist was, das geht ganz tief bei mir. Ja. Und das ist was, das wird mir helfen, das Kaffeethema abzuhaken. Ja, es ist mir einfach wichtig, weil ich merke, mit dieser Kaffeeschleife und zu viel arbeiten, wird es das nicht spielen. Ja, weil dann ist einfach, man verbraucht sich einfach schneller, wenn man immer zu auf dem Stressmodus ist, weil dann ganz viele Vorgänge im Körper nicht gut funktionieren. Also ganz wichtig da mit sich ins, also wenn man die Ernährung verändern will, und ich weiß ja nicht, was dein Thema mit Ernährung ist. Vielleicht gibt es ja Menschen, die aus gesundheitlichen Gründen die Ernährung verändern. Dann ist wichtig, was ist denn mein Warum dahinter und wie soll es denn sein? Wie soll es sein, damit es mir gut tut? Und warum tue ich mir das an? Was motiviert mich dazu? Weil es ist teilweise eine große Umstellung. Längst nicht immer, aber teilweise ist es eine große Umstellung. Ja, weil man selber sich damit auseinandersetzen muss, warum man seine Gewohnheiten nicht ändern kann. Ja? Das heißt, es ist wichtig, dass man ein klares Ziel, Navi, und dann einfach Schritt für Schritt gehen. Dann kann man nicht vom Weg abkommen, beziehungsweise man findet den Weg wieder. Und irgendwie das Große, was einen motiviert, auch einfach mit reinzuholen. Ja? Und ich schaue jetzt gleich mal, was mir noch für Beispiele einfallen. Das heißt, du brauchst eine ganz klare Entscheidung, wo du hin willst, damit du den Weg findest. Und wenn du zum Beispiel, sagen wir, du hast 100 Kilo, bist vielleicht eine Frau mit 1,70 oder so, dann ist das deutlich zu viel, fühlt man sich meistens nicht so wohl. Aber bitte, wer sich damit wohlfühlt, alles gut. Ich will da überhaupt nicht werten. Ich sage nur Beispiele aus der Praxis. Ja? Und hast vielleicht sogar schon mehrmals versucht abzunehmen. Das bedeutet ganz klar, du kennst den Weg noch nicht, ja? Weil nur das Gewicht loswerden wollen. Vielleicht hättest du ja gern 70 Kilo oder so und 30 Kilo mehr ist schon mal eine Aufgabe, ja. Und du kennst einfach den Weg noch nicht. Und wenn du das jetzt in dein Navi schreibst, dass du 70 Kilo hast und dein Gewicht leicht hältst und dass es dir Spaß macht, so zu leben und zu essen und dann noch das dahinter findest, ja,
da darf jeder was Eigenes finden. Vielleicht ist es ja wirklich auch, dass man sich noch mit. Ich habe meine Kunden, die wollten mit ihren Enkelkindern am Fußboden spielen können. Ja, also ist egal, was man sich da hernimmt. Wichtig ist, dass es einem wirklich wichtig ist. Und das Unterbewusstsein braucht eben eine sehr klare Ansage und deswegen ist dieses Navi so wichtig. Und da darf dann stehen, ich bin schlank und halte mein Gewicht leicht. Oder wenn jemand Blähungen und Bauchweh loswerden will. Das ist übrigens nicht normal, dass man Blähungen hat, und Bauchschmerzen ist auch nicht normal, dass bei jungen Mädchen oder erwachsenen Frauen die Regel wehtut. Dann ist das schon ein Ungleichgewicht und man darf sich wünschen, dass das in Ordnung kommt. Ja? Und dann braucht man wirklich eine klare Ansage, ich bin gesund, der Bauch fühlt sich gut an. Ja? Und wir haben ja jetzt als Motto, als Titel von dieser Serie, ist dich gesund und glücklich. Also kann auch dastehen auf dem Navi, ich bin gesund und glücklich mit meiner Ernährung. Ja? Und dann, wenn das dann drinsteht, dann kann man sich den ersten Schritt überlegen. Was kann der erste Schritt sein? Also wir sind ja jetzt schon mehr Schritte gegangen, Hilfe, wir sind schon beim vierten Schritt, genau. Dann kann der nächste Schritt ja sein, okay, ich schaue jetzt mal, was ich mit meinem Typ zum Essen brauche und schaue mal, was das mit mir macht. Und das ist ein guter Schritt in die Richtung, sich gesund und glücklich zu essen. Und da kommen wir wieder zur Verantwortung. Mit Ernährung kannst du wunderbar die Verantwortung für deine Gesundheit übernehmen, auch für das Glücksgefühl. Das, was wir da essen, das beschreibt die TCM so schön, ja, was wir da essen. Ich muss da ein bisschen schauen, dass ich es nicht falsch erzähle. Also die Nahrung hat wirklich das Potenzial, dich glücklich zu machen. Ja? Die Nährstoffe, die gelangen übers Blut in die Zellen, auch in dein Herz. Und die TCM sagt, und ich glaube, das ist eh schon, das, Andreas, da kennst du dich viel besser aus, das Herz ist auch der Sitz des Bewusstseins, oder? So ein bisschen, oder das, dieses Zentrum, oder irgendwie so. Also dieses. Ich nenne es ja das Herz-Bauch-Gefühl. Also das Bewusstsein an sich, das ist ja sowohl im Kopf, als auch im Herz, als auch im Bauch. Okay. Also das Bewusstsein ist in uns drin. Wir selber denken immer, es ist im Kopf. Es ist aber gemeinsam, es ist ein gemeinsames System, Bewusstseinssystem. Ja. Okay, das heißt, das, was da in die Zellen kommt, der richtige Treibstoff, der macht von innen heraus diese Zufriedenheit. Und ja, man kann immer noch andere Probleme haben und man darf sich vielleicht immer noch Themen aus der Kindheit stellen. Aber es ist mal so eine Grundzufriedenheit auf körperlicher Ebene da und man kann sich dem wirklich auf höherem Niveau stellen. Ja, so ein gut versorgt sein macht so eine emotionale Zufriedenheit. Und sobald du in deinen Zellen wohldosiert die Energie gewinnst und das autonome Nervensystem passend zu deinem Typ gut ausgleicht, da stellt sich so eine Grundzufriedenheit ein. Und es ist so, dass man einfach die angeborenen Nährstoffbedürfnisse zufriedenstellt und dass man so eine Spur bei sich selbst ankommt. Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Und zu diesem Verantwortung übernehmen, ich springe da jetzt mal kurz, weil es mir gerade ein ganz wichtiges Anliegen ist. Ich war letztens, wir planen mit Kolleginnen eine Studie zum Thema Insulinresistenz. Die ist noch in Arbeit und deswegen habe ich mir vorbereitend auch nochmal woanders ein Seminar angeschaut, ja, und der hat dort Zahlen geliefert. Die haben mich echt verblüfft. Insulinresistenz ist sozusagen die Pandemie der Zukunft, wenn wir nichts ändern, ja. Insulinresistenz bedeutet, du hast ständig mehr Kohlenhydrate gegessen, als deine Zellen brauchen. Die werden ja dann, die Zellwände, die brauchen ja das Insulin, dass die Kohlenhydrate dort rein transportiert werden. Ja? Und die Rezeptoren fürs Insulin, irgendwann sagt die Zelle, wenn man immer weiter zu viel Kohlenhydrate isst, man gleicht das sehr lange aus, vor allem wenn man sportlich ist oder so, man gleicht das wirklich lange aus. Der Körper ist sehr gnädig mit uns. Aber irgendwann sagt er, es ist immer noch zu viel, wir schaffen das nicht mehr, wir müssen die Rezeptoren abbauen. So, jetzt produziert der Körper fieberhaft weiter Insulin, weil das nicht mehr in der Zelle ankommt, weil die Rezeptoren reduziert werden. Und der Körper sagt, nee, geht nicht, hältst du nicht aus und noch weniger Rezeptoren. Und das ist die sogenannte Insulinresistenz. Und die ist sehr, sehr, sehr lange im Graubereich. Da gibt es einen Messwert bei den Laborwerten, den sogenannten HOMA-Index. Das ist eine Kombination aus nüchtern Blutzucker und nüchtern Insulin.
Der anzeigt, ob du da im Normbereich bist oder schon in der Grauzone oder schon Vorstufe Diabetes oder schon Diabetes. Ja? Das ist so eine, so eine, so eine, das geht wirklich schleichend. Ja? Diabetes Typ 2 kriegt man nicht mal so und auch nicht, weil man genetisch vorbelastet ist und alle das in der Familie hatten. Das ist immer auch mit der Ernährung selbst gemacht. Ja? Und das Insulin wird bei den ganz normalen Laborwerten überhaupt nicht angeschaut. Das heißt, du merkst gar nicht, dass du schon in der Grauzone bist. Du gehst zum Arzt, kriegst deine Laborwerte, der Arzt sagt, alles so ziemlich okay, und du merkst es eigentlich erst viel später. Und wenn du dann schon Vorstufe Diabetes bist und dann schon wirklich der Arzt sagt, jetzt müssen wir anfangen, Medikamente zu nehmen, dann fängst du an, in deine Biochemie regulierend einzugreifen und manifestierst die Krankheit. Es gibt zum Thema Diabetes die Aussage oder die Handlungsempfehlung für Ärzte ist, es ist eine unheilbare Krankheit, es gibt ein Medikament dafür. Und wenn du dieses Medikament nimmst, das ist Metformin, dann ist deine Biochemie im Ungleichgewicht, dann musst du wieder mehr Kohlenhydrate essen und musst Eiweiß und Fett reduzieren, damit das Medikament regulieren kann und du nicht in den Unterzucker kommst. Und du machst dann eigentlich genau das Gegenteil von dem, was dich gesund machen würde, nämlich Kohlenhydrate runter und Fette rauf. Ganz wichtig. Das ist so ein wichtiger Punkt, womit man Verantwortung übernehmen kann. Die Mengen an Kohlenhydraten, die als gesund gelten, die machen uns definitiv krank. Und es ist ganz wichtig für alle Stoffwechseltypen, Spur weniger oder Glyko- und Parasympathikus-Typen deutlich runter. Und auch den Arzt mal zu bitten, wenn man es schwarz auf weiß haben will, hey, können wir mal den HOMA-Index machen? Ja, dass man weiß, wo man auf dieser, ob man bereits in der Grauzone ist und oder ob alles noch gut ist. Und egal, wo man da ist auf dieser Schiene, man kann an jeder Stufe die Verantwortung für sich übernehmen. Am schwersten ist es aber, wenn man schon Diabetes hat. Man sagt in der TCM, dass die Krankheiten in verschiedene Schichten eindringen und chronische Krankheiten sind dann schon im tiefsten Innern. Das bedeutet wirklich, dass die Biochemie im Körper aus dem Gleichgewicht ist und man zusätzlich regulierend eingegriffen hat. Das heißt, da ist es wirklich schwerer. Da muss man sich so richtig für sich stark machen. Ja? Und trotzdem gibt es auch da Menschen, die es umkehren können, die den Weg zurückschaffen. Ja, also Verantwortung übernehmen ist extrem wichtig, weil es steht wirklich, wirklich dafür. Gut, warte, was habe ich? Ich muss mal kurz, dass ich den Faden wiederfinde. Also Ernährung in den Alltag integrieren ist wichtig. Ernährung ist medizinisch wirksam, aber nur, wenn man es umsetzt, wenn es zu den angeborenen Bedürfnissen schafft und wenn man es umsetzt. Und das ist manchmal eine echte Herausforderung. Und es ist wichtig, Verantwortung zu übernehmen, egal ob du selber kochst oder jemand anderer für dich kocht. Es ist deine Verantwortung, wenn jemand für dich kocht, dass das Richtige für dich am Tisch steht oder du was mit hast, womit du es für dich anpassen kannst. Kann man nicht abgeben, die Verantwortung. Auch wenn man sich, es geht auch gut im Restaurant. Ich praktiziere das die ganze Zeit. Ja, die wissen schon, aha, bei mir gibt's immer noch eine zerlassene Butter und die Soßen will ich meistens nicht, weil ich nicht weiß, was drin ist. Ja. Ein Stück Fleisch mit Gemüse und zerlassene Butter, die kennen mich schon, die wundern sich schon gar nicht mehr. Ja? Die freuen sich, dass ich wieder da bin. Also man kann sich überall passend zum Typ richten. Und es ist wichtig, die Verantwortung zu übernehmen. Und es ist erschreckend, wie schwer das auch manchmal Menschen fällt, die in ihrem ganzen Leben urviel Verantwortung übernehmen. Menschen in hoher Führungsposition, Ärzte, die anderen helfen, gesund zu werden. Und die eigene Ernährung, die rennt so mit. Und das ist bestimmt auch ein Thema, dass Ernährung sowas Alltägliches ist. Und also wer da ein Thema mit hat, der sich nicht hundertprozentig wohlfühlt, da ist wirklich gut, wenn man für sich die Verantwortung übernimmt. Ja. Gut. Das bedeutet, dass du ab jetzt in einer absoluten Führungsposition bist, was deine Ernährung betrifft. Ja, es ist wirklich einfach, es ist nicht schlimm, eine Ausnahme zu machen, außer man hat eine Krankheit, wo wirklich Zöliakie, wo wirklich kein Gluten geht oder so, ja, wenn es wirklich bedrohlich ist. Es ist nicht schlimm, eine Ausnahme zu machen. Das ist wie mit dem Navi, wenn du mal kurz abweichst, weil du wo essen gehen willst, du findest den Weg wieder, alles gut. So eine berühmte 80-20-Regel ist für die meisten ausreichend. Ja? Also es bedeutet einfach, verstehen, was brauche ich,
in den Alltag integrieren und dafür sorgen, dass es meistens da ist. Und dann ist auch meine Ausnahme in Ordnung. Die Geburtstagstorte oder was auch immer. Und das Essen wirklich nicht dem Zufall überlassen. Dazu gehört ein bisschen Planung. Da sprechen wir dann in den nächsten Folgen drüber. In den nächsten Schritten. Dazu gehört ein bisschen Planung, dass man bestimmte Sachen einfach zu Hause hat. Oder wenn man wirklich, wenn es mal wirklich nicht geht, ja, also wenn man wirklich zu seiner Mittagszeit mal gerade einen Termin hat, ja, dann isst man vorher was, was einen satt und zufrieden macht und über die Zeit hilft, dass man nicht die Kekse nimmt, die bei der Besprechung hingestellt werden, wenn sie einem nicht gut tun. Gut. Woran erkennt man die Menschen, die die Verantwortung übernommen haben? Die kommen nicht mehr mit Ausreden daher. Ja, Ausreden sind immer ganz praktisch. Also die Kunden, die mir erzählen, warum es bei ihnen nicht geht, dann sage ich, stopp, du erzählst mir die ganze Zeit, warum es nicht geht. Was wäre denn die richtige Frage? Wie schaffe ich es, dass ich es in mein Leben integriere? Ja, dann hast du die Verantwortung übernommen, dann bist du am Weg und dann bist du auch im Einklang mit dem Universum, weil du hast dein Ziel, du weißt, wo du hin willst, du weißt, warum, du tust alles dafür und dann kommen auch die richtigen Impulse, dass es funktioniert. Wow, das war wieder mega heute. Dankeschön, liebe Christina. Das dürfen wir jetzt erstmal umsetzen. Und zwar bis in die Feinheiten. Und Tipps und Tricks gibt es dann in der nächsten Folge wieder. Und dir ganz herzlichen Dank, dass du dabei warst. Wir freuen uns, wenn du dann auch mal ganz kurz in die Kommentare reinschreibst, was du probierst und was du dann so für Ergebnisse hast. Und wir sind gespannt, wie das dann bei dir so abläuft. Probier es einfach aus, übernimm mal die Verantwortung für dich wirklich bis ins kleinste Detail. Das heißt, die Konsequenz auch übernehmen, wenn du dann woanders bist, wenn jemand Essen für dich kocht, dass du auch sagst, sei bitte so lieb, aus gesundheitlichen Gründen, soll ich nur das oder darf ich oder möchte ich nur das und das und das essen, weil das tut mir so gut. Ja. Nach Österreich. Christina, Dankeschön. Danke, Andreas. Dir auch danke, dass du dabei warst. Und Christina und ich, wir senden dir wieder von ganzem Herzen alles Liebe.